Guten Morgen. Wir packen schon wieder. Boah, volles Chaos hier. Also ich habe hier einmal reingebissen gestern. Da ist noch was drin. So, unsere Laune ist so ein bisschen am Boden. Denn, guten Morgen. Ja, also das war, ich glaube, der schlimmste Urlaubsstart, den wir je hatten. Das ist so ein Chaos, schon vorm Urlaub. Kurz noch dies erledigen, kurz noch das. Anruf bekommen und so weiter. Das war der stressigste Tag ever. Und gestern ging es dann weiter. Das habt ihr im Video vielleicht nicht so mitbekommen oder vielleicht auch, ich weiß es nicht. Ich habe halt viel nicht gezeigt, weil ich wollte keine schlechte Laune verbreiten. Als ich gestern das Video beendet habe, hat sich die Kleine übergeben. Dreimal, aber so richtig im Strahl. War wieder gut. Und dann stand sie wieder im Bett und kam schon wieder. Sie war schlecht und es war einfach nur schrecklich. Alles vollgekotzt. Ich habe mir ein Kissen mitgenommen zum Schlafen. Was da jetzt in der Tüte ist. Ich habe es zwar abgewaschen, aber ist halt feucht. Für mein Schatz. Ja. Heute geht es wieder gut, weil ich habe jetzt nur Wasser gegeben zum Trinken. Uiui. Warum jetzt gar nichts mit Milch zu machen? Zwieback. Ja, Zwieback. Ist ein bisschen zu hart. Baby, gell? Ja, hier ist unsere Aussicht. Wie heißt die Haltestelle, Lukas? Kannst du das erkennen? Ich sehe das gar nicht. U-Bahn-Haltestelle. Nee. Irgendwas mit Platz. Ja, dann haben wir auch eine Planänderung. Da das Wetter so richtig toll ist und es in Polen so weitergeht, haben wir unsere Ferienanlage am Meer jetzt storniert und werden trotzdem aber nach Polen fahren und in der Wohnung von meinen Eltern sein. Ja gut, da kennen wir auch jeden und da wissen wir auch, wo wir was unternehmen können und werden halt, wenn das Wetter mitmacht, an See, wenn nicht, dann ins Schwimmbad. Ja, irgendwie werden wir das schon hinkriegen. Das ist jetzt nicht das Schlimmste, aber ja, man freut sich so viele Monate. Wir haben ja schon vor einem Jahr gebucht und dann sowas. Ja, ich habe mir jetzt die Haare gewaschen und lass sie vielleicht noch ein bisschen föhnen, bevor wir dann gehen. Wir müssen um 9 auschecken. Ein bisschen, achso, wir haben gestern noch im Primark haben wir Socken gekauft, gell? Ja. Das haben wir ja gar nicht gezeigt. Also wir waren kurz im Primark, aber die Stadt war so voll. Ja, Kaugummis, genau, und einfach nur weiße Sneakersocken für die Kinder. Sonst haben wir gar nichts gekauft, weil es war, wie gesagt, zu voll. Ja. Hat keinen Spaß gemacht. So, Papa seine Hose. Habt jetzt alles einfach so reingeschmissen. Ich mach mal ein bisschen ordentlich. Das zieht sie wieder an, das ist ja sauber. Papa sein Oberteil. So, ich werde mal hier schon mal packen. Genau. Ich hoffe, der Tag wird heute ein bisschen schöner. Jetzt scheint die Sonne. Hoffentlich bleibt so bitte. Ja gut, jetzt für die Fahrt bringt uns jetzt nicht viel. Gestern hätte es so schön sein. Der Wind war gestern so schlimm, dass ich an der Kreuzung mit dem Kinderwagen fast weggeflogen bin. Das war so schlimm. Ich weiß nicht, ob sie davon gespuckt hat. Ja, aber dementsprechend ist halt die Laune. Ja. Naja, wir gucken mal und hoffen mal, dass es heute ein schöner Tag wird. Ja. Und bevor wir fahren, trinken wir jetzt noch ein Cappuccino. Sina hat jetzt mein Latte Macchiato bekommen und Lukas, weil ich habe vergessen zu sagen, laktosefreie Milch. Ich liebe sie. Teuert auch. Ich hoffe, dass sie es nicht rausspuckt. Wir beten mal. Da ist die Tankstelle. Wir müssen jetzt noch tanken. Wir sind jetzt in Pankow, Berlin. Und wie viel? 1,32. Ja. Ach, meine Haare sind immer noch feucht. Die Kleine schläft. Und hier geht es Gott sei Dank gut. Das war nicht so schrecklich gestern. Ich sag's euch, wie die, ja, im Strahl so, die war voll blass und schrecklich. Mir noch so einen Anhänger gestern gekauft, habe ich gar nicht mehr gezeigt. Chaos gestern. Also so einen Flaschenöffner, weil das kann man immer mal gebrauchen. Wir hatten schon so oft Situationen, wo wir die Flasche nicht aufgekriegt haben, weil wir sowas nicht haben. Deswegen, es war aber der letzte leider.
Den mache ich mir an den Schlüssel und was ich gestern noch machen wollte und auch nicht gemacht habe, war, hab ich auch hier drin, meine Nägel abschleifen. Ja, echt schade, dass wir da jetzt stornieren mussten, auch eine Strafe bezahlen, aber ja. Nur deswegen fahren wir in die Stadt, wo ich herkomme und da haben wir ganz viele Sachen. Okay, wird trotzdem noch schön. Mhm. Ja. Und Selina kennt sich ja aus. Die war so oft mit meinen Eltern da. Ich habe es am Autoschlüssel dran gemacht. Nee. Nein, weil wir haben Hunger. Kleine ist wieder wach und. Oh, die hat jetzt so lange geschlafen, gell? 2 Stunden. Ja, wahrscheinlich war sie so müde, war vom Spucken gestern. Ja. Im Stopp, im, keine Ahnung, Restaurant, Imbiss, egal was wir jetzt hier finden. Das McDonalds. Aber McDonalds essen wir jetzt nicht, wenn wir in Polen sind. Wir haben jetzt schon genug. Und zum Ziel sind es noch. Ja, man kann aber auch mit Karte bezahlen überall. 150 ist gerade weggegangen, weil wir die Route verlassen haben. 150 haben wir noch zum Ziel. Guck mal, da ist ein Laden, Leroy. Leroy Sahne. Obwohl, wir haben nichts anderes gefunden hier. Und hier kann man halt gut parken. Ja, weil sonst war hier alles auf der Hauptstraße. Naja, dann heute Abend was anderes. So, wir essen jetzt hier. Duge, groß. Ich und Polnisch bestellen, das war jetzt echt ein Akt, war lustig. Wir haben jetzt hier so ein riesen Baguette mit Chicken und Gemüse. Hm? Was? Oder darf ich auch Latte nehmen? Ja, Cappuccino. Cappuccino hast du bezahlt. Ach so. Genau. So, jetzt essen wir erstmal. Wir sind. Das schmeckt richtig gut. Ja, stimmt. Mama, ich schon gesagt, wo wir sind. Ich wollte nur meinen Burger zeigen. Genau. Mit Hähnchen und Zwiebel, Tomate und so. Mir schmeckt's auch. Deshalb ist schon fast weg. Wir sind zum zweiten Mal im Subway in unserem Leben. Ich zum ersten Mal. Ich glaube auch zum ersten Mal. Mhm. Selina lernt noch Polnisch ganz schnell. Zähl mal. Ab hier komme ich eigentlich schon weiter. Stell, Pienz oder so. Ja. Schlecht. Schellen, Otten. Ja. Und Tschechien. 10 hast du vergessen. Du hast gar nicht draufgeschrieben. Wir sind gerade durch Dörfer gefahren und sind jetzt auf so einer Landstraße und hier war gerade ein Zebrastreifen und der Roy hält an und die sind ja so dankbar, die Polen, wenn die Leute hier anhalten, weil das kennen sie nicht. Die Polen fahren einfach weiter. Also es ist hier nicht so wie in Deutschland, dass man anhalten muss, glaube ich. Also ich weiß nicht, ob man muss und die das nicht machen. Auf jeden Fall macht es keiner hier. Ja, deswegen war die jetzt krass so dankbar. Ja, ein bisschen viele Autos hier.
Und wir haben schon wieder eine Planänderung. Also das ist echt. Ja, das ist auch schon. Scheitert, ja, ist zum Verkaufen. Ja, nicht fertig geworden. Ja. Ja, schöne Häuser hier so außerhalb. Planänderung schon wieder. Ich bin angeschnallt, ich habe mir das nur hier drunter gemacht, weil es tut mir hier alles weh. Ich weiß, das darf man nicht, aber wir fahren gerade langsam. Ja, zur Planänderung. Wir müssen jetzt in ein Hotel, also wir wollen. Wir werden jetzt in ein Hotel für 2 Tage, denn meine Eltern haben ja nicht mit uns gerechnet in der Wohnung, deswegen haben sie jetzt Handwerker da drin, 2 Tage. Also ich sag's euch, das ist so ein Kuddelmuddel, aber naja. Und wir gucken, dass wir jetzt vielleicht ein Hotel finden mit einem Pool für die Kinder, also ein Schwimmbad oder sowas, wo sie ein bisschen Spaß haben. Ja, genau. Papa Wien. So, da sieht man schon unsere Stadt, also wo ich geboren bin. Juhu, wir sind angekommen. Angekommen in einem Hotel. Allerdings ging es nur so, dass Roy und ich ein Extrazimmer haben und die Kinder. Ui, Vorsicht, mein Schatz. Hat sich verfetzt. Ich habe jetzt kurz meine Haare so ein bisschen nur hier vorne geglättet. Ich mache später eine Roomtour. Ich zeige euch nur kurz Sabinas und Lukas sein Zimmer. Also, es ist hier so ein Riesenhotel mit Schwimmbad. Lukas hat sich voll gefreut mit dem Rutschen. Und hier haben die Kinder ein Zimmer. Ja, 2 kleine Zimmer. Hier das sein Bett. Badezimmer. Ja, genau. Später zeigen wir euch dann ganz genau oder morgen. Wir machen uns jetzt fertig, weil wir wollen essen. Ja. Essen. Essen. Nein, jetzt noch nicht. Ach so. Du kannst ruhig denken, so aus. Das war so klar. Ich wollte euch mal das Hotel von außen zeigen. Hier ist es richtig schön im Wald. Ja, richtig schön. So sieht's aus hier. Und da, das Gebäude, ist das Schwimmbad. Ja, das zeige ich euch dann später, wenn wir da mit den Kindern hingehen. Ist erstmal Essen. Hunger. Wir fahren jetzt zu unserem Stammrestaurant, also Stammrestaurant von der ganzen Familie. Da ist immer jeder. Vielleicht treffen wir jemanden aus der Familie heute. Ja. Hier ist die Mama geboren. Vielleicht können wir ja, wenn wir nach Norwegen fahren, die Torte holen. Dann kann ich euch ja das Krankenhaus zeigen. Okay? Vorbeifahren. Also das Krankenhaus, wo ich geboren bin. So, da auf der linken Seite müsste es gleich sein. Du kennst dich ja noch aus, oder? Mhm. Weißt du noch, wo es war? Mhm. Hier rechts müsste doch Kaufland sowas sein, oder? Hier ja, ist unser Stammrestaurant. Oh nee, oder? Oh doch. Hochzeit. Ja, dann können wir es, glaube ich, vergessen, oder? Ja. Obwohl, die grenzen das immer alles ab. Eigentlich. Mein Papa ist ja auch gerade in Polen für ein paar Tage. Und ja, der hat uns jetzt da am Hotel besucht und hat die Kinder jetzt mitgenommen, weil die das Schwimmbad noch angucken wollten zusammen. Ja, wir warten mal kurz auf ihn, oder? Ja, siehst du, die haben das abgegrenzt. Links ist die Party. Und rechts kann man normal essen. Das machen die immer so. Ist ja meine Schwester auch hier geheiratet. Kochen,
Lukas hat Hähnchenschnitzel mit Käse und Butter. Und Selina hat hier Salat und Schnitzel und Ei. Und Roy läuft gerade rum, ne? Mit der Kleinen, weil die schlafen. Mein Papa hat Steak mit Zwiebeln. Oh mein Gott, wie lecker das aussieht. Kartoffeln und zwei verschiedene Salate. Jetzt bitte nicht stören. Ja, wir essen jetzt. Roy hat hier Rouladen und Buratschki. Und hier ist mein Schnitzel mit Kartoffeln. Und ich habe noch Kraut. Und da kommt der Roy zurück. Ich glaube, sie schläft. Martha? Schläft sie? Martha, Babac. Ja, bisschen. Dziękuję. Ja. Die Kleine hat richtig gute Laune. Die ganze Zeit im Restaurant rumgeschrien. Wir sind jetzt gerade von Tesco. Und da steht mein Papa. Kinder sind mit ihm mit. Oh, die holen wir so ein paar Knabbo-Sachen für heute Abend. Und Getränke. So, wir sind jetzt im Tesco. Dann kippt er noch weg. Kekse. Ganz viele Kekse. Ach so, genau, ich brauche laktosefreie Milch für meinen Kaffee und Kaffee brauchen wir. Aha. Oh, ist das kalt. Guck mal jetzt. Hier drüben war ein Kick. Haben, wir haben doch gar keinen Wasserkocher. Auf dem Zimmer. Wofür willst du meinen Kaffee? Ach so. Ja. Oh no. Vielleicht finden wir hier einen günstigen. Für 20 Euro. Ein Wasserkocher. Ja, oder hier. Das ist ein kleiner, das reicht doch. Sogar auf Deutsch. Für 10 Euro umgerechnet. Nehmen wir den mit oder wir müssen ja sowieso Milch machen für die Kleine. Ui, der geht aber groß. Das letzte, guck mal. Und das ist mal Glück wunderbar. Gehabt. Wie kannst du den fester nehmen? Baby. Das sind die Kinder. Leckere Sachen. Hm. Ich freue mich schon auf den Tag, wo wir dann einkaufen am letzten Tag. Konflikt, ja? Könnt ihr euch nicht entscheiden, ihr könnt auch zwei nehmen. Die da? Wir haben auch Windeln für die Kleine, Banane. Da bist du jetzt, achso, meine laktosefreie Milch. Ja. Wo sind die Salzstangen? Jetzt unten mal. So, der Roy hat mal wieder übertrieben. Und er musste jetzt auch noch arbeiten. Ja, in meinem Urlaub muss ich arbeiten, muss passieren. Das war lustig. Die Kasse hat rumgesprungen. Also gut, dass ich das auch mal erlebt habe, aber das war. Man musste alles selber scannen. Das passt doch noch rein. Ich verquetscht alles mal rein. Ich zeige euch dann im Hotelzimmer, was wir gekauft haben. Und jetzt gehen wir mal schnell zum Kick hier rüber und kaufen eine Jacke, weil hier gab es nichts. So, wir sind jetzt endlich im Hotel angekommen. Das ist, glaube ich, schon fast 19 Uhr, gell? Ja. Schon 19 Uhr. Ich habe mir jetzt ein Jäckchen hier gekauft beim Kick. Für umgerechnet 5 Euro. Perfekt. Ja. Nicht mal 5 Euro. Oder was ist das hier? Ich glaube nicht mal 5 Euro. Also so ein rosa. So was langes einfach, damit ich nicht friere. Dann haben wir hier Windeln gekauft. Das habt ihr ja gesehen. Ein paar Süßigkeiten. Die Kinder haben sich Dosen mitgenommen. Oh. Mama, guck mal. Vorsicht, Vorsicht, nicht so doll. Die Scheibe kaputt geht. Das haben wir gerade beim Kick noch gekauft. Ja, einfach hier so Knabberzeug, Bananen für die Kleine. Das habt ihr gesehen, was wir kochen. Hier ist noch eine Tüte. Dann haben wir Tassen für morgen früh. Für einen Kaffee uns gekauft. Damit wir den Cappuccino einfach. Guck mal. Das haben wir auch gekauft. Umgerechnet 50 Cent. Ja, so Schüsseln hier haben wir so Süppchen gekauft, nämlich. Nein, wenn wir jetzt Lust haben. Jetzt meine Tasse. Roy hat die, ich habe die ausgesucht. Und Löffel. Ja. Wie im Zelt hier. Und dann haben wir hier verschiedene unsere Lieblingschips. Die gibt es ja nur hier und in Amerika, glaube ich. Also in Deutschland gibt es sie nicht. Da haben wir uns gefreut. Ich habe mir Cheese rausgesucht. Die Kinder haben uns was Scharfes ausgesucht. Ja, wir haben ganz viele verschiedene Sachen. Apfelsaft. Tücher, Milch, diese sind unsere Lieblingssuppen, die hier. Chips, Cornflakes, ich glaube den Rest habt ihr schon gesehen, ich habe mir auch was Süßes mitgenommen, ich liebe diese Tücher. Ja, ihr Lieben, ich werde mich dann auch von diesem Vlog verabschieden, weil ich glaube, das ist schon sehr, sehr lang gewesen jetzt.
werde jetzt der kleinen Pyjama anziehen. Die wird jetzt bestimmt gleich einschlafen. Da hat nämlich schon ganz lange nicht mehr geschlafen. Oh, so schön. Ja. Und die Kinder, Lukas will zwar noch rüber ins Bad, aber ich glaube, das ist nicht mehr offen. Wir fragen. Und morgen nehmen wir euch ja wieder mit. Da war es ein bisschen ruhiger. Heute war es ein bisschen hektisch. Sorry dafür. Mama muss noch kurz mit zum Heimbad, weil ich kann kein Polnisch. Ja. So, Mama zieht sich erstmal kurz um. Die Hose. Dann können wir rüber gucken, ob es offen hat. Ich danke euch fürs Zuschauen und bis morgen, ihr Lieben. Tschüss.